Lauf, 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 los, 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 los. Auf! Ah, so, auf ein neues. Uah! Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ja. Komm, 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 komm schon. Los, 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 los. Du schaffst das. Los. Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Das ist der tote Körper von der. Jetzt traf ich das. Ah, scheiße. Hallo? Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Yuma Wari Night Alone. Ich bin gerade so happy, ich hab's geschafft! Oh mein Gott, endlich geschafft! Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Allein. Why are the spirits scaring me? Also, wieso wollen die Geister mich erschrecken? Ich suche doch nur meine Schwester. Oder ich will doch nur meine Schwester sehen. Ich bin traurig, weil ich nicht bei ihr sein kann. Aber die Geister, die gestorben sind, müssen auch einsam gewesen sein. Ich sollte ein bisschen netter zu ihnen sein. Okay. Oh, Leute, wir haben es gepackt. Ey, wie geil ist das denn? Ich habe da so lange dran gehangen und habe so richtig Aggressionen davon gekriegt. Ich habe so lange gebraucht. Und jetzt weiß ich leider nicht weiter. Wahrscheinlich gehen wir einfach wieder dann. Die müsste ja jetzt weg sein. Wir haben es geschafft. Wir haben... Ich muss kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja, ich hab's drin. Ich hab es da drin. Ich bin so froh. Wir machen weiter. Wir gehen wieder zu den Reisfeldern und gehen den... Ah, nein, ich wollte... Mist. Jetzt habe ich quick gesaved. Scheiße. egal. Wir gehen weiter zu den Feldern. Und die ist ja jetzt weg. Die Lampe geht wieder. Irgendwie könnte ich die sogar ausmachen. 12 Steine. Ja, wir haben wieder 12 Steine. So, wir haben es auf jeden Fall gepackt. Weg. Und, oh, es hat so lange gedauert. So lang gedauert. Aber hier waren wir auch noch. Wo ist das jetzt hier? So, es ist wahrscheinlich, dass die junge Frau halt die Klippen runtergestürzt ist. Das sah
Aber so aus, als wäre die da runter. Oder? Obwohl, das würde erklären, wieso so weit von den Reisfeldern halt Kette. Was ist denn hier? Ist hier auch lang ging. Puzzle Piece Torn Shirt found. Torn Shirt? Was bringt uns das? Torn Shirt. The old shirt that was belt up on the street. It's all sun faded. So, das ist einfach nur ein altes T-Shirt, was schon von der Sonne ein bisschen die Farbe sich verändert hat. Ich weiß nicht, wie ich das gerade erkläre. Ja. Oh, ihr wisst gar nicht, wie happy ich bin. Wir gehen noch mal kurz da runter gucken. Die Hände, ja, die Hände kommen noch mal. Ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn die Hände einen bekommen. Okay, die Leiche ist weg. Okay. Wo ist sie? Ja, doch. Ich dachte, hier wäre nämlich noch ein Weg. Bin deswegen das erste Mal gestorben. Wäre ich das erste Mal einfach gerade ausgelaufen und hätte gegriffen, hätte ich das beim ersten Mal direkt gehabt. Die anderen Versuche, die ich alle gemacht habe, da bin ich nicht mehr so weit gekommen. Da wurde ich immer aufgespießt, weil die sich vor mich gefordert. Dann direkt verliert. Das war ein bisschen kacke. Part 2. Oh. Dann, Was? Ist denn Part? Ne? Ach, wir haben Puzzle Piece. Let's find them. Okay, wir müssen wohl jetzt ein Puzzle zusammenkriegen. Wir haben Puzzle Piece 10 und 1. Aber wir haben doch gerade noch was von 2. Part 2. Mechanical Part, okay. Zusammenbauen. Ist wahrscheinlich einfach nur für eine Errungenschaft oder so, oder? Was? Da liegt ein Fingernagel. Wie? Oh, wieso schmeiß ich da denn den Stein hin? Jetzt kriege ich den nicht zurück, egal, wir haben 12 Stück. Kurz gucken. Fingernagel. A long nail with light red nail polish on it. It was buried in the dirt. Ein Fingernagel ist rot lackiert und war im Dreck verbuddelt. Viel ist hier aber anscheinend nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof, denn wir haben keinen weiteren Anhaltspunkt. Jetzt weiß ich nicht weiter. Das ist immer ganz toll, wenn man an so einer Stelle hängt und dann weiterkommt und dann natürlich nicht mehr. Obwohl, ich glaube, ich weiß noch, wo wir weiter könnten. Ja, wir können ja jetzt durchs Reisfeld. Da, wo die uns... gab es, glaube ich, noch drin. Probieren wir das doch einfach mal aus. Würde sonst jetzt einfallen. Und Moment, wir probieren das aus. Ansonsten ist das halt meine geschnittene Folge und der Rest erfolgt später, weil eigentlich war die Aufnahme gar nicht vorgesehen. Ich habe einfach nur kurz ausprobiert und hätte mich in den Arsch gebissen, wenn ich es jetzt nämlich hingekriegt hätte und hätte es nicht mit aufgenommen. Oh, hier waren wir nämlich noch nie. Da hat was. War da was am Blinken? Nicht. Wir hören einen Geist. Spinne! Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Macht nichts. Ah, da steht er ja. Komm, verschwind. Ich dachte, ich kann die mit Steinen bewerfen. Oh, komm, hau ab. Okay. Anscheinend ist hier gar nichts mehr.
Ich bin am Cliff gewesen. Ich war am Hill. Ah. Wo geht's hier weiter? Unsere Aufgabe ist immer noch, wir sollen Sis und Poro finden. Ja, wie gesagt, die Aufnahme war gar nicht, deswegen erfolgt der Rest später. Deswegen sage ich jetzt bis später und wir sehen uns dann. Ihr seht das natürlich direkt im Anschluss und ich sehe mal, wann ich aufnehme. Bis dann, tschüss! Hallo und da sind wir auch schon wieder zu Yomawari Night Alone. Es ist natürlich direkt im Anschluss für euch, nach meinem gelungenen Kampf mit der Eulen aus dem Reisfeld. Und ich freue mich immer noch. Ich bin so froh, dass ich es endlich hinter mir habe. Es tut mir auch so leid, dass ich übersteuert habe. Ich krieg's nicht raus. Und ich habe mich halt übelst gefreut, ihr habt's gemerkt. Und deswegen schalle ich dann auch so, weil der Raum hier leider viel zu groß ist und ich den schlecht abstecken kann. Also ich kann schlecht irgendwelche Schaumstoffpolster oder sowas hier hinmachen, weil ich meine, es lohnt sich eh nicht mehr. Wir sind nicht mehr lange hier. Und da lohnt es sich jetzt nicht, sowas zu machen. Für die neue Wohnung werde ich das natürlich machen. Ich hoffe, es geht jetzt so und ich hoffe, dass es nicht zu viel schallt. Das ist komischerweise bei Obscur nicht der Fall gewesen. Also da hatte ich es fast gar nicht. So, da hatte ich es halt fast gar nicht. Und hier ist es halt sau oft, dass mir das passiert. Und es nervt mich. Ich glaube, es nervt mich mehr als euch, weil ich würde halt gern einfach das normale Mikro benutzen, um euch ordentlich zu sagen, was ich tue. Aber manchmal hat das Ding dann so seine Macken und die Gegebenheiten entscheiden, sagen wir es so. Okay. Warum? Hier war ja eigentlich nichts mehr. Ich würde jetzt gerne mal kurz durchgucken. Das fand ich voll süß mit den Blumen. Dass man hier hoch konnte, habe ich überhaupt nicht gerafft, aber selbst wenn die Olle uns hinterher gerannt ist, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, da hochzulaufen. Weil sie ja genau aus der Richtung kam. Gut, die ist ja auch weg. War ja auch nichts mehr. So, haben wir denn noch was bekommen? Kleinen Moment. Schuh hatten wir. Ah ja, genau, wir haben hier den Fingernagel gefunden. Ja, give it back. Wo ist es? Give it back. Das hatten wir. Das war ja auch wegen der Kette. Und mehr ist hier nicht. Also sie ist anscheinend hier von der Klippe gefallen und dann unten die Frage ist jetzt, wo wir weiter. Weil Klippe haben wir jetzt so gesehen eigentlich durch. Unten der Schrein ist halt noch rot markiert. Da würde ich eigentlich gerne mal kurz hin und gucken. Es ist auch leider immer so ein Spiel, wo man bleibt, weil man nicht weiß, was man als nächstes soll. Ich denke mal, da wir jetzt eigentlich einen größeren Hin haben. Da wir keinen größeren Hinweis haben, wo es hingehen soll, wird irgendwas auf den Weg kommen, damit wir dann wissen, wo es lang geht. Würde ich mir jetzt mal denken. Ob das richtig ist, ist wieder was anderes.
Hier hatten wir alles eingesammelt. Jetzt noch mal ganz kurz zum Schrein. Das Handy, was wir davor gefunden haben, hat uns ja auch nichts gebracht. Da war nur so ein... Von wo kommt das? Von da oben. Das ist diese ertrunkene Leiche da. Okay. Aber hier... Ne, hier können wir nichts mehr. Sind immer gut. Dann ist hier halt nichts mehr. Das zeigt uns auch nur... Oh. Der rote Kreis zeigt uns auch nur... dass er verschwinden soll, so. Das hier hat uns überhaupt nichts gebracht, unsere Schwester zu finden. Und deswegen gehe ich jetzt komplett zurück. Nicht wieder zurück zum Haus, weil sonst hätten wir ja irgendwie was gehabt, wenn die Tür gegangen wären, als ich abgespeichert habe. Finde. Naja, die Schule abgehen ist auch eigentlich nichts mehr, weil da waren wir. Das Monster ist weg. Nein, ich will jetzt nicht quicksaven. Aber wo könnten wir denn hin? Da ist zu. Das ist unser Haus. Und in der Schule waren wir auch. Hier ist es auch zu. Wir könnten versuchen, zum Schrein zu kommen. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde. Oder wirklich hier zu dem Pon kommen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Wahrscheinlich einfach durch die Straße da, wo dieses Auto ist, bei Orkant Hook. Gehen wir das doch da. Bin ich ja jetzt in der Nähe. Sollte es nicht da sein, gehen wir einfach mit dem nächsten Schrein. Zwischendurch gucke ich einfach nur, wo ich gerade bin. Ja. Gehen wir nämlich hier unten rein. Wo ging es denn hier rein? Hä? Ging es hier nicht irgendwo rein? Ach, hier ging es noch weiter. Wieso dachte ich jetzt gerade hier wieder zu? Oh oh, das habe ich nicht gesehen. Das Handy liegt schon wieder hier. Toll. Direkt aufgelegt, okay. Was soll das? Finde das nicht witzig. Hier ist das wahrscheinlich, wo man dann weiter kann. Aber hier war ja zu. Das letzte Mal. Oh, ne. Ach doch. Doch, 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 hier waren wir, doch. Aber da war das... Ah, jetzt... Doch, da ist es. War da vorbei? Puzzle Piece, ach. Komm ich da vorbei? Verschwinde! Er hängt da, liegt... Du willst mich doch verkackeiern, oder? Ach, der ist neu. Wir kommen jetzt hier anscheinend hoch. Alle. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich dieses Mechanical Part. Mummy found. Was? Ja, das wusste ich. Das wusste ich. Da kam man leider nicht mehr raus. Das Vieh, was ist das? Stand das vorher schon hier? Nee, oder? Stand das vorher schon da? Kurz gucken. Ach, das ist Mami. Das war das, was wir gerade gefunden haben. Es mal eine Mumie halt. It has a beak and it also has fins. It want to see the original form. Was hatten wir nicht noch was? Nee, das hatten wir. Was habe ich denn da jetzt gerade noch gehabt? Oh Gott. Klacker.
Was war das denn? Ach doch, hatten wir auch. Nee, gut. Ich dachte, ich hätte zwei Sachen gefunden. Ach, das war dieses Part. Part 3. Da. Okay, da sind wir jetzt gewesen. Da war nichts mehr. Gut. Haben wir das wenigstens auf der Karte? Dann weiß ich Bescheid. Jetzt müssen wir wenigstens den Weg nicht mehr zurücklaufen. Aber vielleicht speichere ich kurz, also Quick Save hier an dem Schrein, damit wir nicht jedes Mal aus dem Haus laufen müssen. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein großer Umweg, aber wir haben doch die Münze. Ist doch egal. Nö. So, wir gehen jetzt weiter hier runter. Poro! Das war auf jeden Fall Poro. Wir müssen hinterher.